Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt, wo ich mich hätte heilen können. Pah. Hep, hep. Timing ist nie so meine Stärke. Manchmal habe ich auch eine gute Idee, aber erst 5 Monate später. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Skeletalk 93 Stufe. Ja, die Kanalisation haben wir jetzt hinter uns gelassen und wo Wasser ist, dort kann natürlich auch was wachsen. Wir sind jetzt so nun im Grünbereich, in der Greenery. Und dieser Kollege von uns, der im wahren Leben hat er gerne mit explosiven Stoffen zu tun gehabt. Jetzt natürlich auch in seinem Nachleben. Und wir sollen jetzt seine Knochen wieder sammeln. Und da darf hier die Imper mal aushelfen. Kann ich auch angreifen? Oh, hat einen kleinen Spiralangriff. Bam! Okay, bam! Spiral Attack, hä? Bam! Na warte, ich mach dich erstmal fertig. Bam! Autsch! Bam! Na warte, bam! Dankeschön. Und einmal zurückrollt das hilfreiche Händchen. Au! Okay, her damit. Moment, Moment. Okay. Bitteschön, ein Händchen für dich. Ich verfall dir auf mein Bone, stopp in my head. Okay, das habe ich gemacht, oder? Also weiter geht's. Okay. Ah, verdammt. Hallo, geht's vielleicht jetzt mit den FPFs? Uiuiui. Kann ich schon leicht, eine kleine Fledermaus zu fliegen? Hä? Das war knapp. Okay, da haben wir den. Sieht aus wie der Oberkörper, der Torso. Flatter, 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 schnell, 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 schnell. Zumindest haben wir hier keine Ausdauer. Hep. Okay, vorsichtig. Und. Bam. Bitteschön. Ah, die FPS. Und ich kann nicht. Das Blöde ist, ich kann nicht mal was einstellen, weil es gibt nur die Möglichkeit hier entweder Fullscreen oder Windowed, aber nicht die mit irgendwie hier die. Ah, verdammt. Die. Ai, Shimama. Irgendwie die Grafik einzustellen. Das ist einheitlich. Okay. All meine Steine gehen wieder flöten. Deshalb hasse ich Frame-Drops. Ja? Besonders bei solchen Sachen, wo man reagieren muss. Okay, wo geht's hier weiter? Oh je. Nein, schnapp mich nicht. Bam. Okay. Immer speichern. Ist da oben was? Was ist das denn? Ah, das ist eine Seite von dem Tagebuch. Ganz vorsichtig. Und ich bin vorbei. Hui. Ein Treffer und ich bin wahrscheinlich Moos. Ei! Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen, das Maul. Nix da. Wie sind die hier reingekommen? Ich werde hier aufgestochen wie ein Nadelkissen. Jetzt schnabuliert wegen deiner Schokokeks. Und die sind einfach hier unverletzt. Und ich verliere wieder alle meine Steine. Oh. Den Aspekt, den mag ich nicht. Okay, okay, okay. Okay. Hä? Und jetzt zurück, ohne getroffen zu werden. Nix dort, das ist mein Händchen. Mein als eiskaltes Händchen. Kann ich hier abspeichern? Hat es jetzt hier gespeichert? Ich hoffe doch. Hä? Okay, okay, weiter, 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 weiter.
Und jetzt ganz vorsichtig. Speichern. So, jetzt haben wir zwei Hände und einen Torso. Also brauchen wir, glaube ich, nur noch die zwei Beine. Dann haben wir schon alles. Okay, und durchfallen. Da wollte ich mal hier jetzt hier locker flockig durch. Wie das Müsli am Weihnachtsabend. Ja, jetzt sieht man's. Ja, ja, sobald ich einmal sterbe, habe ich eine Möglichkeit. Aber auch nur einmal meine Sachen zurückzuholen. Ansonsten ist da weniger zu holen. Okay, ich mag dich nicht. Weg da. Weg da. Es ist interessant, es wird angezeigt, danke, wie viel Schaden ich mache. Es wird aber nicht angezeigt, wie viel Leben die noch haben, außer von Bossen. Da habe ich nur ein bisschen zu nah hingeschaut, also wirklich. Ja, ja, gucken nicht an. Fassen. Und speichern, speichern, speichern. Bam. Einmal durch. Komm her. Bam. Bam. Komm her, komm her, komm her. Bam. Jawohl. Puh. Wahrscheinlich brauche ich auch gar nicht so nah hingehen, um meine Steine wieder einzusammeln. Bam. Ja, ja, du kannst durch den Boden fliegen, ich darf's nicht. Ist fair. Flatter, 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 flatter. Ah, okay, ich habe seine Hüfte gefunden. Und ist noch eine natürliche, keine künstliche Hüfte. Was für ein Service. War klar, war klar, war klar. Komm her, komm her, komm her. Oh, Monika! Monika, es tut so weh. 19. Was? Anfangs hatte ich was von über 100. Da wird man wirklich hier belohnt, wenn man keinen Fehler macht. Ah, habe ich ein Glück, dass ich es gar nicht mal schlecht finde, wenn ich farme. Zumindest an einer Stelle, wo ich nicht sterben kann. So. Ach, das war... Achso, das. Ach, stimmt ja. Das sind ja. So sehen ja ihre Beine aus. Der ist aber noch muskulöser, als ich dachte. Alright, buddy. I. Ray. Ray's the name. Ach, Wayway. Wayway? Okay, we found your bones. We? This is fantastic. I feel like myself again. I can't thank you enough for putting me back together. But I can sure try. Holy creep! Your whip! Holy creep! My whip! What do you think you do? Get this thing out of me! Ha! I told you I had something spicy waiting for you when you came back. Was hat mir gegeben? Kann ich jetzt Bomben nutzen? Take it from me, friend. You're gonna love this. If you ever find yourself in need of a repeatable solution, yank that thing out and throw it as a problem. Go on, give it a shot. Quick and painless. I am not pulling myself apart. Oh, come on, guy. Trust me, you won't regret it. Woohoo! Goodbye, temporary buddy. Okay. So I know you're probably still a little upset and all. But come on! Nope, I'll admit, this does sound pretty cool. I knew you'd love it. Give it a shot when you find yourself in a bind. Thank you again, and I promise not to blow myself to bits anymore. Now if you'll excuse me, my old buddy and I are going to go for a pint at the Goblin's Goblet. I like Wayway. That guy's a bomb. The Boomer Rib, an explosive bone that always returns to its thrower. This weapon gives you the most bang for your buck. Wie mache ich das? Mit B. Ach, das ist wie ein Zauber. Also ich kann jetzt entweder heilen oder den Bumerang einsetzen. Ah, es verbraucht auch ein bisschen... Es verbraucht ein bisschen Magie, aber... Ein Fernangriff, mit der explodieren kann. Das gefällt mir. Give it a tutorial. Toss a bomb, a rip, and just plugs and watch them explode.
Moment. Bam. Jawohl. Na, komm her. Bam. 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 Autsch. Boomerip. Boomerip. Autsch. Boomerip. Ja, okay, ich bin weg. Okay, ich muss mich heilen. Und, ach, Moment, ich kann ja auch zwischen... Mit RB kann ich ja wechseln, stimmt ja. Bam, komm her, du. Komm her. Au. Boomerip. Boomersip. Hehehe. So. Ich kriege ja wirklich tolle Fähigkeiten hier. Diesen Bone Dash, also ich nenne ihn einfach mal Bone Dash. Aua, den Boomerip. Autsch. Bam, bam, bam. Okay, tot war ich schon gewesen. Puh. Bam. Kann der auch auf dem Rückweg treffen? Das wäre praktisch zu wissen. Okay, hep, hep und hep. Einmal Mana-Steinchen. Okay, einfach mal hier durch. Einmal speichern. Hep. Ah, super. Und hep. Doink. Doink. Okay, Treffer. Versenkt. Tap, tap. Kannst du gar nichts machen, hä? Ah! Ja, super. Dafür ist wahrscheinlich der Dash cool, dann kann man sich nämlich in der Luft halten. Ja, die Steine kriege ich nie wieder zurück, weil wie soll ich da hingehen? Ach, ein Leuchtkäfer. Hübsch anzusehen. Doink, schwoink, hopp, hopp. Na komm. Oh, man wirst wirklich aufpassen. Was ist jetzt der Hintergrund? Was will dir an den Kragen? Bam. Boomerip. Hat ja nicht mal getroffen. Boomerip. Also, weil ich bin fast tot. Und einmal durch. Moment, einmal auf die Karte geschaut. Wo geht's hier weiter? Nach oben geht's weiter. Nee, von oben bin ich gekommen, richtig? Oder bin ich von da gekommen? Nee, von oben bin ich gekommen. Und da geht's weiter. Oder bin ich von da gekommen? Nee, an den Typen würde ich mich erinnern. Bumperip. Explodieren tut aber nicht viel. Autsch. Ich habe keine Mana mehr. Ich habe keine Mana-Taube mehr. Bam. Autsch. Habe ich überhaupt noch Leben? Ich habe ein Fizzle an Leben. Bam, bam, bam. Hä? Nein, geh weg. Hinfort, sag ich. Mit dem Hinterteil. Bam. Okay, also die kann ich nur zerstören, indem ich drauflaufe, hä? Hä? Mhm, mhm, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt, wo ich mich hätte heilen können, pa. Hep, hep. Timing ist nie so meine Stärke. Manchmal habe ich auch eine gute Idee, aber erst 5 Monate später. Das wäre eigentlich ganz lustig gewesen. Der schießt die ganze Zeit auf mich und ich heile mich die ganze Zeit. Hä? Wer hält länger aus? Autsch! Mein Schädel auf jeden Fall nicht. Komm her. Check it out, Skull. That rock... Nee, das sagt sie, oder? That rock seems to be acting as a giant plug. If you can't remove it, then... Das hat er doch gesagt. The water comes rushing in and we die a terrible oxygenless death. Now, you die a terrible oxygenless death. I know how to swim. And I'm dead. Recht hat er. Looks like someone could break it apart. Moment. Bam. Und das Wasser fließt. Als hätte man hier die Spülung bei der Toilette betätigt. Alles freigelegt und dann... Oh, und das wächst und macht den Weg frei. Nice.
Solche Sequenzen gefallen mir, wenn man da einfach sieht, ah, man hat was getan und in der Umgebung ändert sich was. Ja, erstmal speichern. Schups. Ah! Ja, lecko mio. Könnt mich doch nicht einfach daschen lassen in meinen Tod hinein. Bam. Effektiv. Boing. Schaboing. Und hepp. Hoppale. Kann ich eigentlich auch mehr Stärke kriegen? Also, dass meine Angriffe mehr Schaden machen? Denke ich schon, weil wenn es ja Lebensupgrades gibt, gibt es auch sicher auch sowas wie Angriffsupgrades. Lebe, danke. Autsch. Hammer ab. Ah, ich wollte dahin dashen. Mehr wollte ich nicht. Wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Hä? Na, warte. Nimm Boomerip. Genau in die Fresse. Autsch. Und einmal heilen. Und hopp. Zum Glück gibt es hier ja fairerweise so viele Checkpoints. Leider kriege ich halt meine Sachen nicht zurück. Ach, jetzt sind wir hier. Praktisch. Na, der schießt schon wieder. Wart ihr schon vorher da? Ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern an diese Vogelscheuche. Na, Edith? Why don't you head over to Vineland and see for yourself? Life provides us with the opportunity to provide for others. We must not let those chances to go to waste. Are plants so different than us? They often die before blooming to life once again. Life is worth fighting for, in all its forms and functions. Sogar wenn es ein Nachleben ist, weil ich meine, wir sind ja im Grunde tot und wurden ja durch den Zauber von der blauen Flamme, durch den Sparks, wie die Menschen ihn nennen, Elabatch, wiederbelebt. Wir waren ans Tod und dann sind wir doch wieder lebendig geworden. Kann ich hier rein? Nein. Hier rein? Nein. Was ist hier? Servus. My special operate was gonna have to become a lilypad before much longer. Dark damage is one. Sing, but I can submerge. No thanks. Ich mag die Kleinen. Sie sind Fun-Guys, diese Leute. Fun-Guys, ja, ja. Oh, Truhe. Moment, Truhe. Malerstein. Mal sehen, wie lange ich sie behalten kann. So, wie komme ich jetzt wieder hier? Ach, das ist doch dieser Händler. You potentially have stuff for sale. So is the normal currency both accepted. Kann ich mir ein Upgrade holen? Oh, das geht mir wie Butter auf der Zunge. Wie viel brauche ich? 150. Wie viel habe ich? 151. Her mit dem Upgrade. That's bone broth. It should increase your health if you drink it. Just try not to think about what it's made from. Bottoms up. Dankeschön. My two favorite customers. I'm afraid that I've sold out of everything. Come and out for me as your journey through the dungeon. I'm sure I'll find something worth your money by then. Der verkauft immer nur eine Sache, also der. Und der verkauft die immer nur an uns, also sein Geschäft ist glaube ich, nicht das Beste. Ah! Servus. This tunnel is nearly finished and functional. I'll add it to your map so you can find it later. Wunderbar. Moment. Hep. Servus. I had an idea about how to get rid of the water, but I would have got a lot of straws. I'm glad you two showed up. Viele Strohhalme. Bei mir geht's durch und durch, auch wenn ich was getrunken hätte. Also, irgendwann werden sie geplatzt. Gut, ich glaube, ich reise mal zurück. Wow! Bin ich jetzt zurück? Wo bin ich jetzt zurückgereist? Bin ich nach Afterwale? Bin ich. Oh, mit dem großen Typen kann ich jetzt reden. Das ist neu, glaube ich, oder? Greetings. How's it hanging, Quadka? How's it going, big guy? Not very well, I'm afraid. As you can probably see, my eye has gone missing. Oh no. I thought you might have just had it in a pocket or something. No, not this time, Impa. Where did you lose it? It simply fell out of my head while walking through the greenery last week. I would lose my head if it was not attached to my shoulders. I can't really go looking for it either, can I?
I might end up walking right off a cliff. Would you two mind having a look around the greenery for me? I think that would be alright, don't you, Impa? Yeah, I guess we can keep an eye out for it. Oh, brother. Der arme Typ hat sein Auge verloren. Das heißt ja, der war ja früher ein Zyklop, oder? Und jetzt ist er ein untoter Zyklop. Scully, have you and Impa eaten anything recently? I could whip something up for you. I'm good. How about you, Impa? I'll pass. That is, unless she has some fresh rodent guts. I don't. Rodent guts. Yummy, yummy. Oh, eine Ratte. So, ich kann ja ein bisschen hier was nachlesen. Machen wir das doch mal. Moment, können wir bei dem neue Zauber holen, oder? How did you manage to find me without the use of a bibel snot or a seer stone? A bubble stone? A seer what? Now, Scully, a seer snoot and beat its bone. Quiet! Both of you! Moment. Ich kann die upgraden. Ah! Cure, your magical efficiency is increasing. Going forward, healing yourself won't use up as much magic. Now you can just learn to pull Impa from a hat. Ah, ich kann mich also mehr heilen. Restore. Healing Schmeeling, what's a little injury to a big old spell? Your health will increase much more with each heal. Das ist also noch mehr Heilung. Aerodynamic. That bone will do damage more like a plate. Nice. Ah. Throw him a bone. Even without muscles, you can throw the boomer rip really far. Upgrade. Nice Sache. Und ich habe jetzt ja erst richtig gesehen. Wo war's? Hier. Wir kriegen noch mindestens zwei Zauber. Was hier ist? Vielleicht sind es irgendwelche Upgrade-Gegenstände? Da links bei dem Schwert sind vier Sachen. Also vielleicht kriegen wir sowas wie Elemente, die wir für unsere Waffe nehmen können. Und wir kriegen noch zwei neue Techniken neben diesem Bone Rush. Also ich, weil da sieht man noch zwei freie Fenster. Gut. Der Smith. Stimmt, mein Schwert kann ich. Stimmt, ja, bin ich blöd. Ich kann ja mein Schwert upgraden. Der hat ja gesagt, mit gewissen Materialien. Was waren das nochmal? There's a curious weapon there, boy. What say you to letting me study it sometime? With some rare metal, it may even be a made more deadly. Seltenes Metall, was soll das sein? Ich weiß es nicht. Gut, schauen wir mal weiter. Keep an eye out for lost book pages. Human Invaders, da habe ich einiges getroffen. Hatte ich die Faulty Traps schon? Wie viele waren das? Ich glaube nicht, ich lese mal. Please beware the dungeon's traps. They attack indiscriminately. The ancient magic that has put them into motion is not undone easily. So just play it safe for now. We've heard reports of arrow traps aiming at some of the dungeon folk. This is a necessary risk in an order to protect our home. The blacksmith is offering lessons in arrow deflection. Man kann die reflektieren. Das ist ja, wäre ja praktisch Dungeon Living Etiquette. Home Sweet Dungeon. Over time, our memories returned. We began to remember our former life, even if, as we adjusted to our new one, the dungeon began to feel less like a prison and more like a home. Journal of the First Dungeon Dweller. Reldorn the Healer. Reldorn's cloak shimmered with light. His friends gathered around and watched as their wounds were healed by unseen hands. His healing was an art. Reldorn's hands dropped to his sides, gently. He scanned the room to make sure the threat was gone. We should rest, he said, his voice barely creating an echo of the polished marble walls. Reldorn took the first night's watch, staying awake to read or to write in his journal. Those nights were unbearably long, for in a dungeon there's never daylight. Except from weavers of light magic, mushroom soup. Mushrooms found within the dungeon can be used in a number of tasty culinary recipes, most popular in mushroom soup, which works quite well with many vegetables and with seasonings.
Stop by the Wheelie Wegans and barter for some red pepper, potatoes, onions, etc. You can't go wrong. P.S. Don't use the sentient mushrooms. Nimm nicht die Pilze, die ein Bewusstsein haben. Ihre Todesschreie wird man hören. Und du wirst eingeknastet. Until next month is your bone. Appetit. Dungeon Dining. Und habe ich noch was gefunden? Nein, das war erstmal alles. Ja, coole Sache. Lernen wir auch ein bisschen was über die Welt kennen, gell? So. Gibt's hier irgendwo einen Speicherpunkt? Ich würde jetzt nämlich gleich da mein Spiel beenden. Ich brauche wieder eine Pause. Ich glaube, die FPS auch. Es läuft gerade nicht so wirklich. Ich weiß auch nicht, warum. Da. Einmal gespeichert. Oder? Ich hoffe doch. Gut, meine Damen und Herren, The Greenery. Kann ich mir da eigentlich alle Karten anschauen oder nur im Moment nur, wo ich drin bin? Ah ja, okay. Da wird hier alles angezeigt. Da gibt es die Upgrades für die Waffen, für die Magie. Da kann ich mich hier ausruhen. Und ja. From zero to hero, from bottom to the top. Wir sind eine Etage weiter und wahrscheinlich wird die Menschenstadt dann die oberste Etage sein. Wir werden unser Leben nicht aufgeben. Sie wollten... Wofür wollen sie den Spark? Das ist eine gute Frage. Vielleicht findet man ja irgendwie einen Kompromiss, weil sie brauchen ihn vielleicht für irgendwelche Energievorräte. Wir brauchen ihn, damit wir leben können in unserer Welt. Warum soll uns das Leben verwehrt bleiben? Tun wir jemandem was an? Nein, wir leben einfach. Und das wollen sie auch, meine Damen und Herren. Sie sollen leben, sollen Spaß haben. Jawohl. Und wenn Ihnen diese Ausgabe von Skeletor gefallen hat, lasst uns mich bitte wissen und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann. Dann unsere Show, I love to entertain you. Tschüss und Hammer. Wow. Goodbye.